Hey ho, Alpi hier. Lust auf Shogun Classic, Lust zum Zocken und ich lasse euch daran teilhaben. Ich spiele wieder ziemlich viel Shogun in letzter Zeit. Das Hochleveln meines Avatars von Level Silber auf Level Gold macht mir ziemlich Spaß. Und irgendwie macht mir auch die 10.000 Kobu-Schlachten Spaß. Werde euch nachher noch ein bisschen sagen, weshalb. Mein Gegner heißt Südpark. Ist ein Level 5 Silber, ich bin Level 4 Gold. Wir kämpfen auf Hida-Gebirge. Ist eigentlich einer meiner Lieblingsmaps. Ja, mein Gegner hat eine sehr interessante Armee, wie ich finde. Und zwar sehen wir uns das mal kurz an. Das ist der Südpark. Hat einen. Ja, ich lasse langsam vorlaufen. Er hat einen Level 5 General und zwar einen Nahkampfgeneral. Ihr seht das. 22 Nahkampfangriff, 35 Angriffsbonus. Dann hat er hier einen Katana-Helden, Level 7. Das ist mal eine Einheit. Ja? Seht euch mal diese Einheitenwerte an. 41 Moral, 32 Nahkampfangriff. Das ist ein Monster. Daneben hat er noch eine Level 4 Katana Samurai Einheit. Nicht so eine starke Einheit, wie ich jetzt finde. Dann hat er Nodachis. Die ist wiederum ziemlich stark. Eine Level 7 Einheit, Nodachis. Noch eine Einheit Nodachis, ebenfalls Level 7. Auch ziemlich starke Nahkampfeinheit. Und er hat zwei Einheiten Kavallerie. Jeweils Level 6 Yari Kavallerie. Auch ziemlich stark. So ein bisschen mit den Grundwerten ausgerüstet, also 13 Moral, 11 Nahkampfangriff etc. Und dann hat er hier drüben im Wald noch Naginata-Begleiter. Ja, und er macht das eigentlich ganz klassisch hier. Rückt auf dieser Karte auf Hida-Gebirge aufs zentrale Dojo zu, auf den Moralschrein mit seiner Hauptarmee. Hat eine Armee im Wald hier drüben, also einen abgespaltenen Teil. Geht auf die Werkstatt, auf das andere Dojo. Ja, und hier hinten haben wir noch das Bauernhaus. Das beachtet wie immer niemand. Das arme Bauernhaus. Gut, wir sehen uns meine Armee an. Wie gesagt, ich spiele 10.000 Kokoschlachten in letzter Zeit eigentlich ganz gerne. Ich finde das wirklich spannend. Wir haben eine Yari-Kavallerie, Level 3 bei mir. Noch eine Yari. Da, nein, das ist eine Naginata-Kriegermönchskavallerie. Level 3. Dann, meine Hauptarmee besteht aus folgenden Einheiten. Zwei Einheiten Naginata-Begleiter. Ich habe eine Lundenschloss-Samurai-Einheit mit 125er Reichweite. Eine Level 6 Katana-Samurai-Einheit, die hat kein Banzai. Dann im Zentrum eine Level 5 Katana, Nodachi-Samurai-Einheit, Entschuldigung. Und auf dem Flügel nochmal eine Katana-Samurai-Einheit, Level 6. 20 Nahkampfangriff, so eine solide Grundeinheit. Zwei Einheiten Naginata Kriegermönche, jeweils Level 5, mein General. Dann eine Einheit leichte Kavallerie im Wald und noch eine Naginata Begleitereinheit für das Dojo. Ja, und wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich spiele in letzter Zeit wieder ganz gerne 10.000 Kokoschlachten. Ich finde einfach, 10.000 Kokoschlachten sind irgendwo deshalb interessant, weil es bei denen meiner Meinung nach mehr auf die Skills ankommt, also auf die Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld. Währenddessen es halt auf 14.000 Koku mehr darum geht, wer das schlauere Setup hat und wer die Armee besser zusammensetzen kann, wer die ganzen Retainer intelligenter einsetzt. Deshalb spiele ich ganz gerne 10.000 Koku. Und ihr seht hier, mein Gegner macht hier einen Fehler. Er chargt nämlich mit seiner Kavallerie zu nahe an meiner Infanterie. In meine Kavallerieeinheiten rein. So kann ich eine Naginata Kriegermönchseinheit ranziehen und auch meine leichte Kavallerie und kann ihm so seine relativ teure Yari-Kavallerie schon mal wegnehmen. Ja, das war meiner Meinung nach ein Fehler von ihm. Hätte er nicht machen müssen. Da hätte er sich mehr Zeit nehmen können. Gleichzeitig schieße ich mit meinem General, dem habe ich einen Bogen gegeben. Hier auf die anstürmenden Nodachis. Kann doch ein bisschen Schaden anrichten. Jetzt laggt sie ein bisschen, keine Ahnung weshalb. Ja, und der Kavalleriekampf ist zu meinen Gunsten entschieden. Seine starke Yari-Kavallerie ist mal weg. Aber hier hinten taucht jetzt noch eine Feuerkavallerie auf. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Programm. Ich hätte eigentlich merken müssen, dass da noch was ist. Und das ist natürlich schwierig, weil ich habe hier eigentlich nur Schwerteinheiten. Ah.
Hier drüben jetzt kommt er mit seinen Nodachis in meine Yari-Kavallerie und in die Naginata-Kriegermönche. Gleichzeitig kommt er mit einem Charge der Feuerkavallerie hier nach hinten. Und ich muss hier blocken mit den Nodachis, das ist natürlich schwierig. Ich muss meinen General vor allem rausziehen. Das war eine schwierige Situation hier. Ja, und jetzt kommt hier der Angriff mit den Katanas. Hier drüben ist es knapp, er hat seinen Nahkampfgeneral ins Melee reingeschickt. Wird zumindest gebunden, kommt hier mit Banzai. Ich habe aber den Kriegsschrei ausgelöst bei meinen Kriegermönchen. Ja, und seine große Garde, die zerzaust mich hier brutalstens. Kann jetzt aber mit den Naginata Kriegermönchen reinkommen. Hier im Zentrum ebenfalls übelstes Gekloppe. Und er hat eben sehr, sehr starke Infanterieeinheiten mit diesem Katana-Samurai-Helden. Setz mich jetzt hier auf dieser Seite eigentlich durch auf dem Flügel. Aber im Zentrum sieht es dann doch ein bisschen schwieriger aus. Sein General ist jetzt in meinen Lundenschlössern drin. Die große Garde habe ich dann letztlich doch zum Fliehen gebracht mit meiner Übermacht, die ich hier hatte. Und jetzt macht er eigentlich hier in dieser Schlacht einen entscheidenden Fehler, würde ich sagen. Er zieht seinen General wieder raus und unterstützt hier seine Nodachi-Einheit. Und jetzt wird natürlich die Feuerlinie frei, hier. Er erwischt meinen General hier auch, weil er hat einen Nahkampfgeneral, der ist natürlich brutal stark. Aber mit einer Salve, habt ihr gesehen, konnte ich ihm hier seinen General wegschießen. Und wir haben beide keinen General mehr. Passiert mir lustigerweise auf 10.000 Koku ziemlich häufig, dass ich meinen General verliere. Naja, gewinne meistens trotzdem. Ja, und jetzt ist dieses Spiel so ziemlich auf der Kippe. Aber letztlich kann ich mich dann durchsetzen, weil ich habe noch mehr Infanterie und ich habe die stärkere Infanterie. Seine Nodachis fliehen jetzt. Ich habe noch Naginata Kriegermönche, ich habe noch Nodachis Samurai und Katanas. Jo. Die Dojos waren in diesem Match nicht unbedingt ausschlaggebend, weil niemand hatte auch nur ein einziges Dojo unter Kontrolle. War trotzdem eine schöne Schlacht, wie ich finde. Hat Spaß gemacht. Mein Gegner hatte eine ziemlich infanterielastige und kavallerielastige Armee mit starker Infanterie, eben auch mit diesem Katana-Helden. Der Katana-Held, das ist wirklich... Wenn man Katana-Helden richtig einsetzt, dann sind die ganz stark. Der hat das nicht schlecht gemacht, wie ich finde. Aber hat letztlich dann nicht gereicht. Vor allem halt eben auf dieser Map nicht. Ich denke, wenn es eine Map gewesen wäre, die... eine Chokepoint-Map, also eine Map, wo man ein bisschen besser, wo man weniger Platz zum Manövrieren gehabt hätte, dann hätte er mich vermutlich sogar geschlagen mit dieser Armee. Sehen das auch an den Kills, also er hat 693 von meinen Männern getötet und ich habe nur 537 von seinen getötet. Er hat aber auch deutlich weniger aufgestellt, ja? 1110 bei mir, 675 bei ihm. Bei mir, ja, die Monks, Naginata Kriegermönche mit 102 Kills, haben ganz gut abgeschlossen. Auch die Lundenschlösser, 72 Kills. Ja, bei ihm, Feuerkavallerie 134, Nodachi 133, Nodachi 118. Also er hat damit seinen Einheiten eigentlich mehr Kills gemacht, aber hat ihm am Schluss nichts gebracht, weil ich einfach mehr Masse hatte, wie er. Der Katana-Held hat sich nicht gelohnt, der ist mir ins Lundenschlossfeuer reingelaufen, soweit ich es gesehen habe. 16 Kills für so eine teure Einheit, die hat nichts gebracht in diesem Fall. War vermutlich auch einer der Hauptgründe, warum er verloren hat. Ja. Wir sehen uns noch eine Schlacht an. Wie gesagt, habe in letzter Zeit wieder Spaß gefunden am Shogun. Die 10.000 Koku-Schlachten sind einfach witzig. Man kann gut manövrieren mit 10.000 Koku, das Micro ist nicht so anspruchsvoll. Man kann Flanken laufen, man kann seine Einheiten ein bisschen besser unter Kontrolle halten. Mein 14.000 Koku ist auch spannend und interessant, aber eben, 10.000 Koku im Moment finde ich es ganz gut. Ich zeige euch noch eine Schlacht gegen einen ganz interessanten Gegner, mit einem interessanten Setup. War auf Kanto-Ebene, mein Gegner Renato APCS. Ist Level 7, also ist ein höheres Level als ich, hat nur Level 4. Der spielt also bereits auf 14.000 Koku. Ich noch nicht. Ja, Kanto-Ebene, die Klassiker-Map eigentlich, wird sehr häufig ausgewählt.
Auch bei Gefechtsspielen, weil es ist eine faire Map. Ja, zeige euch mal wieder ganz kurz meine Aufstellung. Die ist ziemlich identisch im Vergleich zu vorhin. Ich habe diesmal eine etwas stärkere Kavallerie mitgenommen. Das ist eine Naginata-Kavallerie mit Level 6, also mehr, ist eine kampfkräftigere Kavallerie. Yari-Kavallerie Level 2 oder 3, nein, Level 2. Dann habe ich hier drüben im Wald eine leichte Kavallerie. Nicht gelevelt. Ja, und dann habe ich zweimal Naginata-Kriegermönche. Ich habe meinen General, den Rudyard. Rudyard Students, Nodachi Samurai. Das ist ein eher, ja, nur mit zwei Litzen, also nur zwei Punkte hochgelevelt. Dafür habe ich dann hier meine Katana Diarö. Das ist eine Level 8 Katana-Einheit mit Banzai. Dann noch eine Einheit Nodachi, ein bisschen eine stärkere Einheit, Level 4. Meine Lundenschlösser, Naginata-Begleiter. Und hier drüben noch mehr Naginata-Begleiter. Und zwar einfach deshalb, weil dieses Dojo ziemlich wichtig ist, das Schwert-Dojo. Die schicke ich hier auf direktem Weg dahin. Bauen das Schrein in der Mitte, Moral, auch wichtig. Ja, sind die beiden Dojos. Also ihr seht meine Aufstellung. Mein Gegner hat hier mehr Truppen wie ich, aber weniger Veteranen. Er hat Lundenschloss Ashigaru. Dann hat er eine Einheit, wieder einen Katana-Helden. Level 4, also schon wieder eine Schlacht gegen Katana-Helden. Naginata-Kriegermönche, nicht hochgeskillt. Noch mehr Naginata-Kriegermönche. Lundenschloss-Kriegermönche. Noch mehr Naginata-Kriegermönche. Und dann hat er Katana-Kavallerie. Drei Einheiten Katana-Kavallerie. Noch mehr Naginata-Kriegermönche. Also, eine sehr große Armee, aber eine Armee ohne Upgrades eigentlich im Großen und Ganzen. Sehr breit gefächert. Und vor allem mit der Katana-Kavallerie. Da hat er natürlich einen ziemlich guten Konter gegen meine starken Schwertinfanterien. Ja? Also gegen meine Katanas und gegen meine Nodachis. Aber das Problem bei der Katana-Kavallerie ist natürlich, dass die sehr anfällig ist gegen andere Kavallerie, also gegen meine leichte Kavallerie und gegen meine anderen beiden Kavallerieeinheiten, weil die Katana-Kavallerie, die ist schwach im Kampf gegen Yaris und gegen Naginatas. Und das versuche ich gleich mal auszunützen hier. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihn ziemlich schnell mal die Katana-Kavallerie wegnehmen kann, weil die Katana-Kavallerie ist eigentlich das Gefährlichste für meine Armee. Wenn er mit einer dieser Katana-Kavallerie-Einheiten sauberen Charge hinkriegt in meine Schwerter, dann ist das schwierig. Aber wir sehen uns das jetzt von hier aus an. Ich habe dann gesehen, dass er seine Katana-Kavallerie eigentlich nicht sehr gut beschützt und habe dann ziemlich schnell mal beschlossen, jetzt gibt es einen Angriff. Bin hier in die Katana-Kavallerie rein und das ist natürlich genau das, was ich eigentlich brauche in dieser Schlacht. Ja, mein General schießt hier mal ein bisschen auf die Lundenschloss Ashigaro hinten mit seinem Bogen. Und ihr seht's. Ja, also die Naginata-Kavallerie räumt hier mit der Katana-Kavallerie mächtig auf. Auch die andere Katana-Kavallerie, die kann sich zwar ein bisschen besser behaupten hier gegen die Yari-Kavallerie, weil der General in der Nähe ist, aber letztlich nimmt sie auch zu viele Verluste rein hier. Also die eine Katana-Kavallerie ist schon mal weg, die andere wavert ebenfalls. Ja, und hier hat das Lundenschlossfeuer begonnen. Nehmen wir jetzt hier seine Lundenschloss-Ashigaru auseinander. Ja, und der Kavalleriekampf, der ist eigentlich jetzt zu meinen Gunsten entschieden. Ich nehme ihm auch noch seine dritte Katana-Kavallerie-Einheit weg und jetzt greift er mich an. Ja, kommt hier mit seinen Naginata-Kriegermönchen. Kann ich ebenfalls ein paar ganz schöne Schüsse reinbringen. Hier hinten dann, sein General ist ein Nahkampfgeneral. Der hat dann natürlich dann gute Chancen gegen meine geschwächten Kavallerieeinheiten. Aber mein Ziel hier war nicht erreicht. Jetzt kommt hier der Nahkampf. Ich habe meine Lunden hier nicht rausgezogen, war ein Fehler. Aber komm mit der Katana Diarö, mit dieser Katana Banzai-Einheit in den Nahkampf. Und die kriegt jetzt Banzai. Ja. Und räumt schon mal gewaltig auf in der Mitte. Auch hier drüben die Nodachis. Kann meine Kriegermönche schön noch in der Rückhand behalten.
bringe sie eigentlich erst jetzt in den Nahkampf. Habe leider meine Lundenschlösser hier ziemlich... Habe sie nicht verloren, aber die sind dann geflohen. Das war blöde. Aber ihr seht, die Katana-Banzai-Einheit, die räumt hier komplett auf in der Mitte. Die bricht durch. Ja? Und ich muss natürlich aufpassen, muss ich auf seinen Nahkampfgeneral, weil der ist ziemlich stark. Jetzt bin ich auch noch mit meinen Kriegermönchen drin und jetzt habe ich ihn eigentlich hier auf dieser Flanke habe ich aufgeräumt. Die Katanas in der Mitte haben sich durchgesetzt. Kommt jetzt mit seinem General, ich ziehe meinen General weg. Kann seinen General mit meinen Katanas hier mal ein bisschen binden. Hier drüben tobt immer noch der Nahkampf. Charge jetzt mit meinem General hier schön in die Lundenschlösser rein. Das war wichtig, weil die Lundenschlösser, die können einen killen, wenn man da nicht aufpasst. Weil hier kann er wirklich schön reinfallen. Ihr seht es auch, die Moralauswirkung auf meine Armee hier. Zum Glück habe ich hier noch Kriegermönche und Katana Samurai, die starken Katana Samurai, die was aushalten können. So, und der Flügel ist aufgerollt. Jetzt geht es gegen die zweite Einheit Lundenschlösser, weil die Lundenschlösser müssen weg. Ja. Wenn ich die Lundenschlösser weg habe, ist die Sache gelaufen. Gleichzeitig kommen meine anderen Lundenschlösser zurück und schießen auf seinen General. Das war auch cool. Da habe ich nämlich seinen General getötet, seinen Nahkampfgeneral. Und da war die Sache dann eigentlich gelaufen. Auch wenn er hier noch eine Einheit Naginata-Kriegermönche bringt. Auch die kommt natürlich unter Lundenschlossfeuer letztlich dann hier. Und dann wavert sie und da ist die Sache gelaufen. Ja, GG mein Gegner. War witzig. Hat ein interessantes Setup. Mit dem er aber gegen mein Setup in diesem Fall nichts hat ausrichten können. Vor allem deshalb, weil ich ihm eben die Katana-Kavallerie ziemlich früh weggenommen habe. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die Katana-Kavallerie wirklich effektiv eingesetzt hätte. Also wenn er wirklich einen Charge hingekriegt hätte in meine Schwerter. Dann wäre das übel geworden. War also im Nachhinein eine gute Maßnahme, hier die Katana-Kavallerie wegzuchargen. Jo. 803 habe ich getötet, 660 hat er getötet. Ja, mal wieder die Katana-Banzai-Einheit, die hat es ausgemacht. 120 Kills. Aber auch mein General, schaut euch mal an. Mein General hat 87 Kills eingefahren. Nicht schlecht. Ich skill den General so ein bisschen jetzt eigentlich auf Nahkampf am Angriff und wechsle dann später, am Anfang, und wechsle dann später im höheren Level auf die Führerschaftswerte. Ich habe ihm auch einen Punkt Bogen verpasst. Ist ziemlich gut, so ein Bogen. Kann man schön Harassment betreiben gegen Gegner, die vielleicht nicht so starke Fernkampfeinheiten haben. Joa. Sonst eher durchschnittlich. Bei ihm... er hat jetzt den Katana-Helden zumindest so einsetzen können, dass der ein bisschen Kills eingefahren hat mit 105. Auch eine Kriegermönchseinheit mit 101 getöteten Gegnern. Nicht schlecht. Aber natürlich, ihr seht's, also die Katana-Kavallerie, die hat hier überhaupt nichts gebracht. 36, 29, 18. Das war nix. Das war Geld zum Fenster rausgeworfen von ihm. Gut. Ich werde da mal weitermachen mit meinem Gold Prestige Gesammle. Vielleicht kriege ich ja auch bald mal die Rüstungsteile, die mir noch fehlen. Ich kriege jetzt immer wieder mal eine zufällige Gefechtsbelohnung. Motiviert mich natürlich ebenfalls zusätzlich. Und hoffe, dass ich dann bald auch mal diese Gefechtsbelohnung kriege, die ich auch gerne möchte. Ja, wenn ich die habe, nämlich den Klingenmeister, werde ich euch das selbstverständlich unter die Nase reiben. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.